Herzlich willkommen zur nächsten Folge. So, jetzt sind wir bei die Panzergeschwader angekommen. Gehen wir direkt rein da. Crusader-Angriff. Greifen Sie in der libyschen Wüste die überlegenen Panzer des Afrika-Korps an. Okay, rein da. 1943, gut. Libyen 1943. Der britische Crusader feiert sein zweites Dienstjahr in Nordafrika. Der Wüstenkrieg mit Panzern ist für beide Seiten eine Herausforderung. Die Staubwolken, die bei der Fortbewegung und beim Feuern der Geschütze entstehen, sorgen für schlechte Sicht im Kampf. Auch die Navigation ist ein Problem. Die riesige Wüste bietet nur wenig Anhaltspunkte für die Orientierung. Die britischen Crusader, die in der Reichweite den deutschen Panzern unterlegen sind, müssen immer wieder schnell vorstoßen und sich in Schussweite begeben. Eine gefährliche Strategie, die sehr zu wünschen übrig lässt. Das so, ja, auf jeden Fall, holy. So, leicht windig, 23 Grad. Also, hier draußen in der Wüste haben wir eine völlig neue Art der Panzerkriegsführung kennengelernt. Die Deutschen sind uns bei der Feuerkraft überlegen, können uns aber nicht ausmanövrieren. Unsere Taktik ist es, ihnen mit unserer überlegenen Geschwindigkeit ganz nahe zu rücken und sie dann aus kurzer Distanz anzugreifen, wo unsere Geschütze ebenbürtig sind. Sobald ein Schlachtfeld erst einmal in Staub und Rauch gehüllt ist, hängt das Überleben von den Fähigkeiten der einzelnen Trupps ab und einen großen Batzen Glück. Oh ja, das auf jeden Fall. Boah, das stimmt, das ist ja die Mission, wo ich den Panzer ersteuere. Boah, damals war das echt so ein Flashback. Ich so, holy shit, Panzer fahren. Habe ich kein Minigun-Ding? Mann, Junge. Okay, ich muss mich zu dem bewegen. Ah, der schießt automatisch. So ist das. Fertig. Kann ich automatisch auf Truppen, die sich vor ihm befinden. Aha, okay. Und ich habe schon die Taste gesucht, ey. Der Easy Squad. Der Smoke wieder. Mal gucken, ob er überlebt. Untouchable auch. Ja, ein paar Mini-Einheiten. Ist aber jetzt nicht so schlimm. Ich sehe nichts. Kann ich so schießen? Jo, geht wirklich. Jawohl. Mann, ist das cool. Yo. Schön offenes Feld. Oh, fuck. Ich sehe nichts. So wie es da stand. Ich sehe nichts. Follow the tank. Ja, tu ich. Oh Gott. Alter, wieso wackt das so? Nein, getroffen! Haha! Okay. Let's get it. Wunderschön. Enemy on the left. Ja, ich suche gerade. Oh Gott. I'm hit. Warte, lass mich dir helfen. Nicht stehen bleiben! Okay, come on, come on. Oh, so, wo sind noch mehr? Wo sind noch mehr? Alter, come on, come on, come on. Aua. Ja, von hinten. Shit. Aim ist nicht so schwer. Nicht so schwer, nicht so leicht, wenn man die ganze Zeit. Jawohl. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Wunderschön.
Den haben wir, aber wir wurden auch getroffen. 12 o'clock, da. So, der letzte noch. 12 o'clock, ja. 12 Uhr, gib ihm. Sehe nicht, jetzt sehe ich ihn. Bam, Alter. Wer hat überlebt? Greta Kammer. Greta Thunberg. Stormcrow. Homewrecker. Nein, Smoke hat's erwischt. Tja, irgendwann kommt für jeden die Zeit, wa? Ob früher oder später. So, wo müssen wir lang? Drüber? Oder ist es hier ein Abschnitt? Das war ein Abschnitt, okay. Die Geschichte wird freundlich mit mir umgehen, denn ich habe es vor, sie zu schreiben. Winston Churchill. So, sonnig, leichtwindig, 25 Grad. Das Afrika-Korps zieht sich nach Tripolis zurück, zur letzten größeren Versorgungsbasis dieser Region. Unser Ziel ist es, durch die Verteidigung zwischen hier und Tripolis durchzubrechen und die Deutschen so zu zwingen, diese wichtigen Versorgungsgüter aufzugeben und sich nach Tunesien zurückzuziehen. Für diese Mission wurden wir mit besserer panzerbrechender Munition ausgestattet, aber dennoch müssen wir sehr nah an den Feind ran, um maximale Wirkung zu erzielen. Okay. 8:30 Uhr. 88er kam. Shermans. Klingt ein bisschen wie Germans, Shermans. Oh Mann. Okay, fahren wir drum herum. Zebra Squad. Untouchable von der Baker Squad, Alter. Okay, außenrum, also sagst du. Okay, durch. Ich sehe gar nichts. Herr Majesty, lol. Jerry's Medizin. Die Medizin, Junge, ey. Leute, das Auto in echt ist aber echt heftig, ey. Hellcat, wie sich das anhört, ey, mit dem Turbo. Oder war das? Nee, das war kein Turbo. Kompressor, oder? Ja, ist der Kompressor. Steady. Ich sehe nichts. Nein! Sorry. Ich muss die Drive-Bys machen die ganze Zeit. Haben wir jemanden übersehen. Boah, knapp links auch vorbei. Ah, wir müssen uns regenerieren ein bisschen. So, bei der Folge ist ein bisschen regeneriert. Bam, Junge. Bam, Junge. Noch einmal. Wunderschön. Oh, dann nimm's auch. Nein. Komm, noch einmal. Schöne Schüsse von denen. Warte, diese Kanone. Ah, okay, da wo ich hinziele. Ja. Und weiter geht's. Fehlt nur noch ein bisschen. Oh Gott! Okay, noch ein bisschen. Ich habe die Panzermission waren sowieso nie so lange, glaube ich. Haben die alle die 88 auf dem Fahrzeug stehen oder was? Okay. Interessant. Was hat das für eine Bedeutung? Das Auto! Jawohl! Bam, Junge. Noch einmal. Noch einmal. Wunderschön. Panzer to the right. Wie sich das anhört. War lustig.
Das ist auch wie Kindergarten, ist ja in Amerikanisch auch Kindergarten, aber die sagen Kindergarten. Irgendwie voll komisch, dass es so deutsche Wörter im Englischen gibt und Englische im Deutschen so indirekt. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein englisches Wort ist, aber immer auch dieses Wort just. Sagen auch manche noch, habe ich auch ein paar Mal gehört. Ich fand das immer voll komisch. Weil es hört ja für mich wie just. Just in a moment oder so. Oder just in this moment. Das ist irgendwie komisch in Deutsch sagen just. Ich sag da einfach im jetzigen Moment oder gerade jetzt. Das fand ich immer komisch. Feuer, Junge. Weg damit. Wunderschönes Schießen. Da laufen welche. Boom, Junge. Wirklich nur einer? Sehr schön. Und der, der am G sitzt, Junge. Trash Aim. Ah, da. Wunderschön. So, waren das alle? Ja, ich glaube, das war's. Das war, glaube ich, die kurze Panzer-Story. Kurz und knackig. Wenn man einen Menschen schon töten muss, dann kann man das auch höflich tun. Ah, das hatten wir schon, okay. So, ja, das da ging wirklich nicht lange. Okay. Jetzt überlege ich gerade, das ist irgendwie ein bisschen zu kurz für ein Part, finde ich persönlich. Deswegen machen wir einfach, weil es eine Ausnahme ist, weil das so kurz ist, zwei Kapitel in einem. Oder zur Not machen wir Hälfte, Hälfte, aber ich würde natürlich gerne alles in einem schaffen. Also mal gucken. Drei Level. Ja, das klingt gut. Machen wir hier weiter. So, das letzte Gefecht. Flucht im Panzerwagen. Ziehen Sie sich in einem eroberten Panzerwagen aus Tujan oder Tujane? Wie spricht man das jetzt aus? Lass ich einfach so stehen. Zurück. So. Flucht im Panzerwagen. Rein da. So, was haben wir hier? Tunesien 1943. Die Alliierten gewinnen an Boden und drängen das Afrika-Korps zur Maret-Linie, einer 35 Kilometer breiten Verteidigungslinie im östlichen Tunesien. Nach dem Verlust seiner Hauptversorgungsbasis in Libyen bereitet sich das Afrika-Korps auf die Verteidigung zu beiden Seiten vor. Es sitzt zwischen den amerikanischen Einheiten im Westen und den Truppen des britischen Commonwealths im Osten fest. Commonwealth, hallo, oder was? Trotz dieses Vorteils müssen die Alliierten Vorsicht walten lassen, da das Gelände einen Vorteil für die Verteidiger darstellt. Okay. So, sonnig, leicht wenig, 29 Grad. Wir hatten in den letzten Tagen nur wenig zu tun und haben unsere Position in Tujane, Tujan, Tujane, je nachdem wie es heißt, gehalten. Seitdem warten wir darauf, dass der Rest der Division zu uns stößt. Es scheint so, als hätten die Deutschen aus irgendeinem Grund ihre 7 Sachen gepackt und in Windeseile die Flucht ergriffen. Sie ließen dabei intakte MGs, Treibstoff und Munition zurück. Ihre Lage muss langsam aber sicher verzweifelt werden, wenn sie derartige Dinge zurücklassen. Okay. Ja, ich tu schon. Tuja, tuja. Ah, geiles Fackeln, Junge. Wie viel kann ich aber da drauf halten? Da kann ich nicht hin. Oh oh. Nades. Oh, das ist schlecht. Oh oh. Oh, Junge. Das war damals richtig episch, ey. Solche Szenen mit Durchlöcherung und so. Und dachte ich so, oh, ich kann das auch. Nee, kann's nicht. Ist ja kein Battlefield. Alter, ist das laut, Junge, was er ballert. Haben wir noch irgendwelche Waffen hier? Nee. Haben wir? Nachladen. So, Jungs, runter hier.
Mach ich mir einfach nicht aim, einfach nur rein da. Halbautomatisch. Oh. Jawohl, die wollte ich schon die ganze Zeit. Scheiß auf die Linie empfiehlt. Wir brauchen Halbautomatik. Aua, wo lang? Okay, nach rechts. Oh oh. Nachladen. Junge. Schöne Granaten. Coole Animation. Nachladen. So, nehmen wir alles mit. Junge, hier habe ich richtig gemetzelt, ey. 4 noch rot leuchtet. Okay, der ist wirklich tot, okay. McGregor, take the wheel. Davis, get in the turret. I'm in the turret. Alles kaputt, Mann. Ich hoffe die ganze Zeit schon feuern. Die Kugeln fliegen anders als das, also das Visuelle ist anders als das Aimen. Junge. Heftige Scheiße. Panzerschreck habe ich. Alter. Nee, 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 ich muss nach abkühlen. Familie. Kisten üben. Habe ich. Mein Gott. Hab ich schon. Junge. McGregor. Warte mal, McGregor. Conor McGregor. So. Ja, ich versuche mein Bestes. Ich sehe nichts. Leute. Junge, hier rausschreit. Mein Gott. Und nochmal, ich muss überall gucken, die ganze Zeit. Wie hat er überlebt? Wie? The fuck? Granate! Was passiert jetzt? The fuck? Hier lang, okay. Irgendwas ist hier. Ich hab da was gehört. Mein Gott, was knapp. Okay, jetzt ist schneller. Ach du Scheiße. Time for a runner, sagst du? Na gut.
Aber wo lang, Junge? Wo lang? Nachladen. Einmal hier hoch. Oh oh. Jelly Bastards. Where's the rally point? The rally point's to the south. Keep moving, sir. We'll cover the rear. Harrison, find some bloody cover. Oh, knapp ist auch vorbei. Schön. Das sind unsere, okay. Das fühlt sich schon besser an. Nate! Aua. Come on, Davis, we're totally outnumbered. We're bloody dead if we stay here. Damn it, you've got to keep up. Ich kann nicht rüber. Scheiß die Wand an. Kommen die okay oder nicht? Ist zweit. Der Double Tap mit dem Ding ist richtig strong, ey. Also ich glaube, wenn man Schnelligkeit von Nachladen erhöhen könnte oder die Magazingröße, Bombe. Oder Rückstoß wegmachen. Auf zu wackeln. Okay, nee, scheiß drauf. Nee, da können wir gar nicht lang. Nate! Knall ihn ab. Sehr schön. The last truck. Auf geht's, auf geht's, auf geht's. Jawohl. Sind das unsere? Nein. Der ausharrt, wird erobern. Perseus. 27 Grad, so. Um 6 Uhr wurden Soldaten vom 44. Aufklärungsregiment losgeschickt, den Feind bei, wie immer, zu observieren. Es weiß, er hätte weder... Achso, es heißt, es weiß. Ja, moin. Es heißt, er hätte weder Panzer noch größere Geschütze in dieser Gegend. Daher rücken wir mit den Crusader-Panzer vor, um die Stadt zurückzuerobern. Der Brigadekommandant sagt, dass uns dies einen entscheidenden Vorteil ihren Truppen gegenüber einbringt. Aufgrund der engen Gassen in der Stadt ohne Platz zu manövrieren, kann sich dies allerdings schnell wieder erledigt haben. Schnell wieder erledigt haben, genau. Zur Rückeroberung. Wieder back to the business. Déjà vu. Ich weiß nicht, was das hat, aber irgendwie Waffen mit Holzoptik oder mit Holz wirklich dran, ne? Die sehen irgendwie so nice aus. Das hat irgendwas. Selbst wenn andere Materialien vielleicht besser sind. Scheiß die Front an. Okay, weiter, 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 los. Das Gespräch wird irgendwann fortgesetzt. Nachladen. 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 Nein, 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 nein. Kann ich hier hoch? Ich kann hier hoch. Bringt das überhaupt was? Eigentlich nicht. Kann ich darüber jumpen? Oh, das habe ich immer gehasst in den frühen Spielen. Unsichtbare Mauern schränken einen so hart ein. Oh, das war ein guter Schuss. Ich hätte gerne ein Visier, ey. Mann. Gib mir Rotpunkt. Nachladen. Wie gesagt, diese 10 Schuss, ne, die ballern halt so beschissen rein. Haben wir. Das war schön. Dummies, neben dieser Flottenmauer da drüben. Linke
So, hier ist ja niemand mehr, oder? Doch. Haben wir? Alles säubern, Leute, alles säubern. Ist hier noch jemand in der Ecke? Nee. Hier kann ich wieder rauf. Was bringt das überhaupt? Gar nichts. Was los? So. Lass mal's weg, nicht, dass es uns killt. Weg hier. Aua. Oh mein Gott. Zu unserer Linken hier, oder schön. Gute Schüsse. Oh, nachladen. Haben wir. Oder wieder die Pistole ballern. Ah komm, schön wie die Luger. Ist selten. Nachladen. Irgendwann hat doch hier mit der Pistole geballert, oder? Nee. Der schnellere Movement ist geil, weil man kann ja nicht Messer auswählen. Oder gar nichts. Move out. Jawohl. Sehr schön. Pushen, pushen, pushen. Nachladen. Sehr schön. Hier ist eine Pistole. Sehr schön. Mein Gott, da musste ich aber schnell handeln. Nicht blocken, bitte. Ich geh mal aus. No. Ist das überhaupt gut hier? Oh, ich bin tot. Mein Gott. Wallace, du musst leben. Nachladen. Boah, da muss ich schwer fallen. Oh, come on, Leute. Das wird nicht gut ausgehen. Oh, ich muss heilen. Fuck, ne, schießt er gut. Leute, könnt ihr pushen? Ich brauche Hilfe. Ich brauche Hilfe, wollte ich gerade sagen. Aber die Nades fliegen ohne Ende. So, pushen wir schneller mit der Pistole. Schöner Schuss. Geht trotzdem hier lang. Alter, aber eine Nade. Nehmen die Rauchkanade. Gefährlich, sehr, sehr gefährlich. Kann ich hier lang? Hä? Nee. Das wäre ein anderer Weg gewesen. Hey, Smokey ist wieder da. Back to the business. Revived. Da geht's nicht lang. Untouchable ist wieder da. Cool. Aua. Oh ne. Wir haben fast keine Munition mehr. Nachladen. Pistol. Gameplay. Gib mir Munition.
voll geil. Geile Luger. Die gibt's ja auch in Resident Evil, sag ich schon. In Red Dead Redemption 1. Glaube ich. Wenn ich richtig liege. Oder so ähnlich. Wunderschön. Hat jemand Munition für mich? Nee, ne? Ich glaube nicht. Letztes Magazin. Aua, immer über Granaten. Schöne Schüsse, das waren die letzten drei. MP40. Also auf Range ist das echt die beste Waffe. Das ist halt sowas wie ein Sturmgewehr in der Art. Fröhliche Weihnachten. Leute, geht er weg. Ich muss die hochjagen. Weg, 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 weg. Schön. Na komm schon. So. Da funktioniert gut. Sogar glaube ich besser als die Thompson in so einer Umgebung, weil die Thompson ist mehr für Nahkampf. Außer wir sind so ein Trommelmagazin, wie die Mafia. Wo kommt ihr denn her? Wie, warum, was? Meine sind weggegangen, die sind gespawnt? Komisch. So, Tempo nutzen. Die Nate war geil. Haben wir. Haben wir. So. Private, schießt du oder soll ich? Du machst. Sehr schön. Jawohl. Hellcat hilft uns. So, oh, was hast du denn hier, lol? Cool. So, dann weiter. Das müsste das letzte Level sein. 26 Grad, wir sind auf dem Weg nach Tunis oder Tunis. Captain Price sagt, dass die Amerikaner sich von Westen her nähern und dass der Krieg in Nordafrika in Tunesien enden wird, so oder so. Das Afrika-Korps wird jetzt von zwei Seiten in die Enge getrieben und es gibt keinen Ort mehr, wo es sich hin zurückziehen kann. Doch jetzt, wo sie nichts mehr zu verlieren haben, werden sie bis zuletzt kämpfen und uns das Leben schwer machen. Gut. Angriff auf Matmata? Okay. Was habe ich bekommen? Thompson und Lee Enfield. Okay. Alter, ich sehe nichts. Wir fährten so, achso. Aua. Aua. Nate. Machst du das Tor auf? Aua. Aber mach das Tor auf. Der war schlau hier hinten. Oh Gott.
wollte gerade sagen, es sollte mich nicht hitten eigentlich. Oh, das war ein schöner Schuss. Hat jemand hier wieder so eine dicke... dickes Maschinengewehr? Holy shit! Och no. Alter. Mein Gott, war das knapp. Das Level ist gerade ein bisschen härter. Kommt Jungs, vorwärts, vorwärts. Irgendwo hier im Gebäude ist noch jemand. Oh oh. Den jetzt erwischt. Noch eine Nate. Oh, gerade erwähnt. Sogar mit guter Munition. Jetzt habe ich einen Sniper. Nachladen. Schon wieder nicht. Oh mein Gott. Bester Mann. Nimm noch eine. Nimm noch eine. Nimm noch eine. Bam, Junge. So, hier ist nichts. Boah. Neben dieser flachen Mauer da drüben. Zu unserer Linken. Der Rückschuss ist so beschissen von dem Ding. Mein Gott, sie sind überall. Kann ich mich aufhören, einmal zu hitten, bevor ich die Granate schmeiße? Oh oh. Helfen, so gut ich kann. Boah, die Rauchkanne braucht lange. Spiel gespeichert, okay. Ich brauche langsam Munition, sonst muss ich MP40 nehmen. Fährt er vor oder zurück? Hört sich an wie zurück. Ich sehe nichts. Okay. Oh, Junge, zu doll. Das ist so schwer mit dem Wackeln. Nimm ihn, Nate, Junge. Ey! Das ist gut. Jawoll! Oh, nee, 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 nee. Oh, nee, 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 nee. Panzer, kannst du einmal drauf schießen? Ich werde gerade beballert, wie ihr seht. Wie ihr seht. Jetzt zieht er sich zurück. Sehr schön. Schnell außen rum. Autsch, da war eine. Ich wollte nur nachgucken. Oh, nicht wieder, Nate. Wo, 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 wo? Aha. Da waren zwei. Na gut. Oh, oh. Wo noch? Gefühlt muss man immer, wenn du da hingucken willst, musst du so machen. Und dann immer gefühlt schielen nach links. Junge, was ist das denn? Sechs Schuss nur noch. Boah, bin ich slow. Das ist Flickmaster Weapon, du musst immer so machen. Junge, was ist das denn? Nachladen. So, Leute, vorrücken. Kann ich irgendwo hoch? Nee.
Oh, nicht wieder Granaten. Ich habe noch keine Leiter. Der letzte, komm. Oh oh. Danke für die Mission. So, was soll ich machen? Wie gut das funktioniert, Junge. Weg damit! Da komm schon! So! Well done, lads! Search the area for intelligence and gather up the rest of these supplies. Be prepared to move out in 2 hours. Dismissed! Schütze. So, die amerikanische Kampagne wurde im Missionsauswahlbildschirm freigeschaltet. Dann haben wir jetzt fertig, genau. Wir haben jetzt die beiden Kapitel zusammengetan. Und jetzt kommt nur noch die Schlacht um Cayenne. Genau, in Frankreich. 1944. Und dann kommt, boah, das ist heftig. D-Day. Das ist, boah, nee, Junge, darüber sprechen wir später. So. Also Leute, im nächsten Part gibt es die Schlacht um Cayenne. Falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Like, Abo und einen Kommentar da. Und wie immer, bis zum nächsten Mal.